Ja, moin, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Frühstück mit Dansen. Heute habe ich an meiner Seite Cressy und Faven und wir quatschen heute mal so ein bisschen über die beiden Positionen der Spieler im Team und was halt sonst so zur ESL-Meisterschaft noch zu sagen gibt. Und erstmal schön, dass ihr da seid und lasst euch schmecken. Ich bin heute eher raus beim Frühstück. Gestern bin ich aufgestanden zu der Zeit und es war alles geil. Heute stehe ich auf und ich fühle mich komplett vorbei. Naja, aber in dem Sinne erstmal Prost. Ich gönne mir auch einen Kaffeeschluck hier. Ich hoffe, der ist nicht zu heiß. Oh, Wahnsinn, es gibt glaube ich nichts Besseres als O-Saft am Morgen. Das ist so fresh. Das ist echt geil. Abgesehen vom heißen Kaffee mit genug Zucker und Milch. Ohne Zucker mit Milch bin ich auf jeden Fall drin. Faven, du bist ja jetzt als Neuzugang hier ins Team gekommen und wie hast du dich bisher eingefunden, was sind so deine Aufgaben im Team und wie gefällt dir das Bootcamp jetzt und wie bereitest du dich jetzt auf die ESL-Meisterschaft vor? Also ich bin ja der Entry-Fragger im Team und das ist meine Aufgabe im Team ist dann halt als erstes zu gehen und den Spot für mein Team halt aufzumachen, damit sie es leicht haben, die Runde zu holen. Okay. Dann supportet Marco mich halt, also oder mein Spotmate mit Flashes, dass es für mich dann auch leichter wird. Okay. Und das Bootcamp finde ich jetzt auch gut. Wir sind eigentlich schon produktiv, wobei bei manchen Bootcamps halt immer gesagt wird, man ist nicht so produktiv, man chillt nur und so. Okay. Und das ist hier nicht so, das ist auf jeden Fall viel besser. Und meine Vorbereitung auf die ESL ist einfach Headshots zu geben. Das ist auch geil. Ist halt auch deine Vorbereitung. Ja, normal, da muss man halt mal Deathmatch spielen als Spieler. Das ist das Hobby schon, neben dem Beruf, nenne ich es jetzt mal, immer auf den Server zu gehen und selber immer warm zu spielen und warm zu bleiben. Granaten immer auffrischen und alles geben, um Euronics jetzt auf die Finals zu bringen nach der enttäuschenden letzten Season. Das war halt etwas bitter für uns. Und jetzt ist sozusagen im Fokus natürlich erstmal die Playoffs und dann natürlich auch der Titel. Auf jeden Fall die Playoffs, das ist außer Frage, das soll kein Ziel sein. Das Ziel ist eher die Meisterschaft wirklich, dass wir die gewinnen. Und als richtigen, einzigen Gegner haben wir momentan wirklich nur Ethics. Und die anderen Gegner sind für uns etwas weiter unten. Und wir werden uns nur auf Ethics fokussieren nächste Season. Ich habe ja schon hier gesprochen mit den anderen beiden Spielern, mit Crispy und mit Olli. Und wie die sich so individuell vorbereiten, dass man die schwächeren Maps halt auch stärkt sozusagen. Wo seht ihr persönlich bei euch beiden jetzt so noch Defizite? Also woran müsst ihr am meisten noch arbeiten? Bei mir persönlich ist es momentan etwas das Aiming. Es hat etwas nachgelassen bei mir. Ich bin jetzt auch im, sag ich mal, Change-Strudel, habe meine Maus gewechselt, teste jetzt momentan im Bootcamp eine neue Maus, die G403. Hab mir jetzt noch eine neue nach Hause bestellt, habe eigentlich gehofft, dass sie noch pünktlich kommt, dass ich die auch noch im Bootcamp testen könnte und sowas. Und suche mir jetzt erstmal die ideale Maus für die nächste Season und dann spiele ich mich wieder warm. Weil das Aiming bei mir hat etwas gelitten, muss ich sagen, und davor war alles besser. Und da muss ich ja wieder etwas dran fallen. Früher war alles besser, Leute. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir eigentlich eher weniger. Also ich bin halt, meine Sachen habe ich immer konstant. Also ich habe jetzt eine Maus, die habe ich schon länger, eine Tastatur. Dann kommt jetzt, das was ich halt bei mir verbessern will, ist, dass ich jetzt nicht so oft peak, also ich bin noch etwas wild im Game. Okay. Meine Mates helfen mir dabei auch und ja. Passt. Nice. Auch an die Zuschauer nicht ändern. Ich habe auch nie was geändert. Ich hatte 2 Jahre lang die gleiche Maus. Alles war gleich. Und dann kam halt eine etwas enttäuschende Season und dann musste alles bei mir geändert werden, aber das ist halt blöd. Ich kenne das aber auch. Ich habe damals ja auch sehr viel Counter-Strike gespielt, noch zu 1.6 Zeiten. Und wir hatten damals alle diese Microsoft IntelliMaus. Die war richtig geil. Also das war wirklich, ich glaube, das war auch der Standard damals. Und die habe ich auch eine Zeit lang gespielt und habe dann, irgendwann war die halt auch kaputt. Und dann mussten wir das halt ändern. Also beziehungsweise ich musste mir eine neue Maus holen. Und danach, man fühlt sich einfach, als würde man von einem Berg, man ist super krass, einfach wieder ins Tal zurückgehen und müsste wieder nach oben klettern. Das ist super schwer. Das stimmt. Und deswegen da schnell zu adapten und schnell irgendwie wieder Aiming zu lernen oder so, ist halt super krass. Also, das ist schon Wahnsinn. Das stimmt. Der Unterschied ist groß. Ich hatte ja auch damals, Intelli war vor meiner Zeit, sage ich mal.
Was zu meiner Zeit so war, war die MX-518 von Logitech damals. Okay. Die hatte auch gefühlt jeder. Mhm. Die hatte ich auch 2-3 Jahre lang und immer neu bestellt, weil irgendwie immer ein Kabelbruch war oder irgendwie Maus 1 nicht mehr funktioniert hat. Und okay. Musste immer die. Ich habe sie, glaube ich, über 2 Jahre 3-mal neu bestellt. Und mhm. Ich war immer fasziniert von der Maus, die war mega geil. Aber irgendwann wurde sie nicht mehr produziert, wird jetzt auch nicht mehr so richtig verkauft. Und jetzt kannst du dir eine kaufen für, glaube ich, 150 Euro oder sowas jetzt. Mhm. Ne? Aber das ist mir nicht mehr wert. Und mittlerweile gibt es neue Marktführer bei der Maus und so. Wobei ich jetzt wieder gerade bei der Logitech-Maus bin. Mhm. Mal schauen, vielleicht werde ich jetzt wieder Logitech-Spieler. Weiß, ja, man, weiß nicht. Man nicht. Ne? Weiß man noch nicht. Noch nicht, ja. Vermutlich in einer Woche, dann habe ich mich dann wahrscheinlich entschieden für eine Maus und hoffe, dass es wieder bergauf geht. Ein Bootcamp ist ja dazu da, um sich nicht nur spielerisch zu verbessern, ganz klar, sondern halt auch so ein bisschen sozial zu interagieren mit den Teammates, sich so ein bisschen zu festigen. Da du ja neu jetzt im Team bist, wie kommst du mit deinen Mates klar? Mittlerweile sehr gut mit meinen Mates klar. Macht auch Spaß. Wir machen sehr viel zusammen. Wir gehen auch mal raus, essen zusammen. Wir stehen auch eigentlich immer alle zusammen auf, gehen zusammen ins Bett. Und so. Okay, das ist. In verschiedenen Betten. Das kacken wir aus. In verschiedenen Betten meine ich natürlich, ja. Bevor jemand noch was Falsches denkt. Aber ist auf jeden Fall sehr gut. Wir verstehen uns, die Teamchemie ist eigentlich auch gut und ja, alles super. Okay, super. Wir haben ja jetzt einen Neuzugang im Team noch. Noch zusätzlich zu dir, Mürgit. Und was haltet ihr von dem Spieler? Wo kennt ihr den schon länger? Oder wie? Sabit kenne ich jetzt mittlerweile schon seit, ich glaube, 3 ESL-Seasons. Das ist ungefähr, wohl sogar länger, glaube ich, sogar 4. Das sind ungefähr 1,5 Jahre gewesen jetzt mittlerweile. Mhm. Damals war er als auch ich in eher schlechteren Teams, nenne ich es jetzt mal. Und damals sind wir schon beide rausgestochen bei den Teams. Und ich kannte ihn und ich wusste, dass er ein guter Spieler ist. Okay. Seitdem hat sich auch die Zeit etwas geändert und wir waren mittlerweile beide auf den Finalspielen. Ich 3-mal in Folge, habe es ja letzte Season jetzt einmal verpasst. Mhm. Er war davor einmal mit Pentastar und ich glaube noch einmal mit Berserk, wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Auf jeden Fall habe ich ihn auch schon mehrfach gesehen im Real Life, also bei den Finals und so. Habe auch mit ihm schon ein Bild gepostet auf Twitter. Mhm. Krassi CSGO. Verlinke ich euch. Okay, dankeschön. Wo wollte ich? Ach ja, mittlerweile, wir waren ja auch beide im FPLC-Channel da und haben uns beide sogar für die FPL qualifiziert. Er irgendwie 2 Monate nach mir. Und dadurch werden wir auch beide immer besser. Und ich, nach dem Wechsel, beziehungsweise nachdem wir wussten, dass Thilo raus ist, also Saiken, war für mich klar eigentlich, dass Mürbit der einzige Spieler ist, der gerade so frei ist und den ich, von dem ich persönlich überzeugt bin. Weil ich wollte jetzt nicht wirklich nochmal so auf ein Talent setzen, weil Josef ist ja jetzt 17 Jahre alt. Und wir setzen bereits sozusagen auf ein Talent, wobei ich weiß halt, dass Josef krass ist. Ich sehe ja, wie er spielt. Ja. Und auf noch ein weiteres Talent so zu setzen, ist halt riskant. Ja. Es kann belohnt werden, das habe ich ja in meiner Vergangenheit bisher bemerkt. Und ja, deshalb wollte ich einen Spieler, von dem ich überzeugt bin. Und ich glaube, jeder andere bei uns ist es auch. Okay. Du hast ja angesprochen, Mürbit war in verschiedenen Teams, kennst du ja schon seit mehreren ESM-Meisterschaften. Wo habt ihr beide vorher gespielt oder habt ihr oder bist du zum Beispiel jetzt neu ins Game rein, beziehungsweise ist das jetzt dein erstes Team oder wo hast du früher schon gespielt? Also ich habe schon vor einem Jahr ungefähr bei Fab Games gespielt. Mhm. Das war also sozusagen meine erste ESLM-Season. Okay. Aber lief nicht so erfolgreich. Mhm. Dann habe ich bei Vice Wizards gespielt, aber nicht ESLM, sondern eher so Division 2. Okay. Und dann bei die Weisen hat mich dann Olli gepickt. Dann war das schon meine bessere Season, es lief schon viel besser. Mhm. Aber nach der Season hatte ich dann erstmal nichts, weil danach kam ja sozusagen der Shuffle. Olli, Marki sind ja zur ESG gegangen. Genau, richtig. Ich hatte nichts, ich habe nichts gefunden. Dann meinte Olli so, hier komm, kannst du bei uns Ersatzspieler werden. Mhm. Meinte ich, ja, warum nicht? Und jetzt bin ich halt jetzt der 5. bei Euronix. Nice. Wie sieht's bei dir aus? Wo hast du schon gespielt? Also, angefangen hat es mit Freunden, sage ich mal, die ich schon seit Source kenne. Mhm. Mit denen habe ich damals schon in Teams gespielt, 2013, 12 oder sogar 11, glaube ich sogar. Mhm. Und mit denen bin ich dann irgendwie auf CSGO, als es rauskam, bin ich ja nicht direkt umgestiegen. Ich war ja noch auf Source und habe halb gespielt, so 50-50 nenne ich es mal. Mhm. Als CSGO dann so etwas im Hype war, bin ich dann auch komplett umgestiegen, so gegen 2014 Ende. Also 2015 Anfang war so meine richtige CSGO-Zeit.
habe ich mit Freunden in der 99 Damage Liga gespielt. Okay. Und haben uns in der ersten Season fast für die Division 1 qualifiziert, glaube ich, war es. Beziehungsweise in der zweiten Season, sorry. Mhm. In der zweiten Season haben wir uns für die Division 1 fast qualifiziert, aber war doch unglücklich und deshalb haben wir uns irgendwie aufgelöst. Das ist irgendwie nicht so gut, aber es ist halt Deutschland, was soll ich sagen. Danach habe ich halt irgendwie Angebote bekommen, bin halt immer höher gestiegen. War dann auch bei Die Weisen mit Zeigen, Maki, bekannte Gesichter, waren auch beide bei Oronix, beide sogar hier in diesem Team am Anfang. Danach, nach dieser Season, wo Maki und Stilo uns verlassen haben und zu ESG gegangen sind, waren Alex, er und ich, haben ein PKD geformt und hatten eigentlich so ein Überbleibsel-Team und das war bisher das erfolgreichste bei uns. Deshalb, man kann in den CS nie sagen, ob ein Team gut wird an sich, an Wechsel oder so. Ich war sehr von Thilo überzeugt, leider musste er nicht, aber wollte er gehen und ja. Es gab ein paar Konflikte. Auf jeden Fall jetzt mit Mirbit kann alles passieren, wir können jetzt auf einmal das beste deutsche Team werden, aber es kann auch das Gegenteil passieren. Aber das passiert nicht. Ich bin guter Dinge, deshalb. Wir bleiben das beste Team. Ja. Das hoffe ich auf jeden Fall. Denke ich auch auf jeden Fall. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr weiterhin sehr erfolgreich in die ESL-Meisterschaft startet, in die neue Saison. Dankeschön. Wir gönnen uns jetzt noch ein bisschen Frühstück. Und dann wollt ihr vielleicht noch was für die Fans sagen da draußen? Fang an. Also ich bedanke mich für euer Support, dass ihr uns immer unterstützt. Und auch Dankeschön an Danzen, dass wir hier dabei sein durften, so rum. Und ja. Auch von mir ein Dank an alle Sponsoren, an alle Follower, an alle Fans, obwohl das Wort eigentlich, ich mag das Wort nicht. An alle Mates. An alle Mates, Unterstützer, Fans des Spiels, nicht von uns. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, weil sonst wäre das alles hier nicht möglich. Ja, so sieht's aus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Peace.